Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem PVMP Ad News 47. Heute mal mit einer etwas kürzeren Ausgabe, denn ja, es ist nicht allzu viel passiert in den letzten zwei Wochen. Und wieder Tolkien-Tag. Ja doch, Tolkien-Tag noch. Richtig. Ich hatte ja in der letzten Ausgabe gesagt, dass letztes Jahr 2015 1400 bis 1500 Besucher waren. Das war leider falsch, das muss ich leider zugeben. Sebastian Kleinen hat mich da nochmal drauf angesprochen, es waren letztes Jahr 2900 Besucher. Und ja, dieses Jahr waren es 3500 Besucher. Aber Sebastian, du hast es doch geschrieben, 3553. Ja, wir runden mal ab, 3500, auf jeden Fall 600 mehr. Schon mal Gratulation dazu. Ja, ich weiß, Vorbereitungen laufen schon fürs nächste Jahr. Auch ich bereite mich drauf vor. Ich habe mir ein Buch gekauft. Nähen. Ledernähen. Okay. Nein. Wollen wir mal wieder umschwingen zu Herr der Ringe Online. Genau. Für die, die jetzt mich das erste Mal gesehen haben, und ihr wisst eigentlich gar nicht, was ich hier mache, für welches Spiel oder ähnliches, da könnt ihr mal, da ist mein Finger, da oben, dieses kleine Herr der Ringe Online Token draufgehen. Ihr kommt dann direkt auf die Internetseite von Herr der Ringe Online. Free-to-Play-Spiel. Seid gerne gesehen. Ich weiß, Trolle gibt's überall, auch bei uns, aber über die kann man hinwegsehen. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Update 18.2. War schon Anfang des Jahres, haben wir gesagt, Update 18.2 wird dann einen neuen Raid beinhalten und Update 18.2 soll im Juni erscheinen. Okay, da haben sie jetzt noch drei Wochen Zeit, aber auch nicht mehr allzu viel Zeit. Aber um uns dennoch ein bisschen den Raid schon mal schmackhaft zu machen, hat Turbine letzte Woche via Twitter schon mal ja einen Boss vom Raid, ein Bild von dem Boss gezeigt. Rakotas soll er sich nennen. Stimmt auch eine ziemlich große Keule. Ja, ein großer Gradner Troll, würde ich mal so sagen. Und diese Woche hat dann Community Manager Freelorn in seinen wöchentlichen Twitch-Streams dann auch nochmal einen weiteren Boss hochgezeigt. Eigentlich Bosse. Und zwar sind es diesmal noch drei Mammuts. Jetzt wird der eine oder andere sagen, drei Mammuts, das kennen wir doch schon. Ja, richtig, Feste Dunod, wo wir uns dann durch kleine Gassen quälen müssen, bevor wir dann von den und aufpassen müssen, dass wir dann nicht von denen totgetrampelt werden. Ich hoffe persönlich, dass es dann nicht dieselbe Spielmechanik ist bei den drei Mammuts, sondern dass sie sich da wirklich was Neues eingefallen lassen haben. Aber ansonsten, wir können wirklich nur sagen, abwarten, was da wirklich kommt. Von daher, mal gucken. Was Freelon auf jeden Fall gesagt hat, dass der neue Raid 18.2, der dann da kommen soll, 6 Boss-Fights beinhalten wird. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Nächste Woche hat er gesagt, sagt er mehr. Da können wir mal immer gespannt sein. Irgendwie sind wir immer bei Turban immer gespannt. Und im Endeffekt kommt es dann doch so, wie man es vermutet hat. Leider. Aber es ist mein lovely game, muss ich sagen. Von daher, ich werde es weiterhin spielen. Apropos spielen. Ja, richtig. Ich habe so momentan das Gefühl, dass sich auch Herr der Ringe Online dieses Mal schon recht früh in diesem sogenannten Gaming-Sommerloch befindet. Heißt, viele sind nicht mehr online, weil schönes Wetter, EM gerade aktuell. Ja, heute Abend spielt Deutschland gegen Ukraine. Ich kann es leider nicht gucken, weil ich muss wieder früh raus. 3 Uhr klingelt Wecker und 4 Uhr geht zur Arbeit. Von daher, nein. Aber ist auch nicht schlimm. Dafür gehe ich arbeiten und verdiene mein Geld. Ja, von daher, alles in Ordnung. Nee, sonst war es nicht viel. Im Forum tut sich auch nicht viel. Aber gut, im Forum wird wieder heiß diskutiert über irgendwelche Rangfarmer, die jetzt von Gwaiir nach Beleaguer getranzt haben sollen und jetzt auf Beleaguer dann weitermachen. Ich persönlich halte mich da raus. Rangfarmer, einige wissen schon, wenn ich dann mal ein SZ abends auf Beleaguer mache, dann eine Gruppe, sagen wir mal eher so. Und ich weiß, es sind Rangfarmer, weil ich sie selber dabei gewischt habe, die nehme ich nicht mit. Von daher. Kleine App-News diesmal, aber es kommt demnächst bald wieder mehr. Zumindest in 2 Wochen. Dann ist 18.2 da, hoffe ich mal. Neuer Raid und dann können wir wirklich mal ein bisschen diskutieren. Vielleicht habe ich dann auch mal einen Gesprächspartner mit dazu. Ich bin gespannt. Ich könnte auch gespannt sein, von daher sage ich jetzt einfach mal ciao, wir sehen uns in Ettenöhren oder auf PvE-Seite.
in irgendeiner Inni, je nachdem. Bis dahin, euer Ungar Kondir.